Michael Bublé spielte eine umgeschriebene Version von Frank Sinatras My Way mit Anspielungen auf Prinz Harry, während der kanadische Künstler auf König Charles Kampf gegen den Krebs einging. Prinz Harry und Meghan Markle wurden am Freitagabend von Michael Bublé herzlich verabschiedet. Das Paar nahm an einem üppigen Galadinner mit 200 Gästen in Vancouver teil, um seine Tour zur Vorbereitung auf die Winter Invictus Games 2025 abzuschließen. Der 48-jährige Michael schrieb den Text zu Frank Sinatras Hit My Way um, während er gleichzeitig König Charles Tribut zollte und ihm heilende Wünsche während seines Kampfes gegen den Krebs sandte. Kurz vor einer Rede des Herzogs führte Michael eine ungeschriebene Version des Liedes auf. Vor der Aufführung erklärte er, dass er sich freue, sowohl dem Herzog als auch seiner Frau Meghan zu zeigen, wie schön dieser Ort ist, und bezog sich dabei auf sein Heimatland Kanada. Der kanadische Schlagersänger sang »Unsere Heilungswünsche für deinen Vater« und war damit eine nette Geste an den König, bei dem kürzlich Krebs diagnostiziert wurde. Als Anspielung auf Harry sang Michael den Text »Du hast dir jeden Tag verdient, das Recht zu sagen, ich habe es auf meine Art gemacht« und bezeichnete den Herzog als »Visionär«. Der Auftritt fand beim One Year to Go Dinner im Vancouver Convention Center statt, wo Michael den gemeinsam mit Paul Anka geschriebenen Track sang.